in Deutschland ist ein Erfolgsmodell. Es trägt entscheidend dazu bei, dass die Bundesrepublik die niedrigste Arbeitslosigkeit innerhalb der Europäischen Union vorweisen kann. So steht es auf den Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums. Das duale Ausbildungssystem steht unter Druck, titelt dagegen schon 2015 die Bertelsmann Stiftung eine ihrer Veröffentlichungen. Das widerspricht sich. Wie passt das jetzt zusammen? Sie, liebe Kollegen hier im Landtag, Sie reden zu diesem Thema nur, aber Sie handeln nicht wirklich. Sie sprechen davon, wie sehr Ihnen die berufliche Bildung am Herzen liegt. Und doch frönen Sie weiterhin der grassierenden Massenakademisierung, wie wir beispielsweise eben gerade im Bereich der Hebammen bemerkt haben. Sie beklagen den Fachkräftemangel und doch befördern Sie eine weitere Zunahme an Studiengängen und Studienplätzen in Sozial-, Sprach- und Genderwissenschaften, wohlwissend, dass davon künftig weder unsere Renten erwirtschaftet werden können, noch unsere Wirtschaft insgesamt am Laufen gehalten werden wird. Die Berufsschulen werden in der bildungspolitischen Praxis als die ungeliebten Stiefkinder behandelt. Auch Sie, Herr Minister Tonne, haben das in der letzten Landespressekonferenz anschaulich gezeigt, als Sie die Zahlen der schlechten Unterrichtsversorgung an Berufsschulen schlicht verschwiegen haben. Die an Schulen vermittelte Allgemeinbildung ist wichtig. Da sind wir uns alle einig. Sie findet auch statt und jedes Jahr wird mehr Geld dafür ausgegeben. Und doch müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der Schüler, die schlecht ausgebildet oder gebildet unsere Schulen verlassen, nicht sinkt, sondern steigt. So scheint vielen, auch hier im Landtag, gar nicht mehr bewusst zu sein, dass eigentlich jeder, der eine Berufsschule besucht, zuvor bereits Schüler an einer allgemeinbildenden Schule gewesen ist und dort sogar einen Abschluss erworben hat. Zumindest sollte es im Regelfall so sein. Doch die Berufsschulen sind nicht dazu da, um die Lücken der Allgemeinbildung der Schulabgänger nachzuholen. Ihre Aufgabe ist es, die Auszubildenden fachlich für einen Beruf zu schulen und vorzubereiten. Ihre Maßnahmen aber, liebe Landesregierung, deuten in eine ganz andere Richtung. Sie funktionieren die Berufsschulen immer stärker zu einer allgemeinbildenden Nachschulungsinstitution um, wo Schulabgänger ihren Schulabschluss nachholen können, Einwanderern die deutsche Sprache nähergebracht wird oder andere die nicht vorhandene Ausbildungsfähigkeit nachträglich hergestellt bekommen. Unterfinanzierter Reparaturbetrieb für das überforderte allgemeinbildende Schulsystem könnte man das Ganze nennen. Doch das ist doch nicht sinnvoll. Vor diesem Hintergrund muss man die von Ihnen heute hier vorgelegten Anträge sehen. Was wir aber tatsächlich bräuchten, ist kein Herumdoktern an den Systemen oder an den Symptomen. Was wir benötigen, wäre ein großer Schritt, eine Kehrtwende, die den schleichenden Niedergang der beruflichen Bildung, für die Deutschland einst in der Welt berühmt war, aufzuhalten in der Lage ist. Eine sehr gute Idee hatte da unser Wirtschaftsminister Altusmann, der leider jetzt nicht mehr da ist, in einem Interview kurz vor Weihnachten. Und er hat sie dort wieder aufgegriffen. Ich zitiere ihn. Herr Altusmann sagte, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die berufsbildenden Schulen mit ihrer wirtschaftlichen Prägung und ihrem hauptsächlichen Anteil in Betrieben eher beim Wirtschaftsministerium angesiedelt werden könnten. Wir finden, dass dieser Vorschlag sehr gut ist. Die duale Berufsausbildung hat, wie der Name schon sagt, zwei Säulen. Im Kultusministerium beschäftigt man sich seit Jahren immer nur mit der einen Säule der Berufsschule. Und das hat, wie wir sehen konnten, mehr schlecht als recht funktioniert. So gibt es immer wieder Klagen aus der Wirtschaft über zu wenige Auszubildende, über Fachkräftemangel. Es bestünde also ein echtes Interesse, ein echtes Eigeninteresse der Wirtschaft an einer attraktiven dualen Berufsausbildung. Und das ist anders als beim Kultusministerium, wo diese eher als Konkurrenz für die angestrebte weitere Akademisierung wahrgenommen wird und wo man den berufsbildenden Schulen eher einen umfassenden Bildungsauftrag zuschreibt, wie Kultusminister Tonne selbstentlarvend in diesem Kontext klarstellte. Übrigens, falls Sie es noch nicht wussten, in Schleswig-Holstein hat sich bereits Ende 2018 die Koalition aus CDU, FDP und Grünen dazu entschlossen, genau diesen Schritt zu gehen. Aus guten Gründen. Schließlich ist die Grundidee verblüffend einfach und auch einleuchtend. Man konzentriert die Zuständigkeit in einem Ministerium
um den verschiedenen an der Ausbildung beteiligten Interessenten, den Betrieben, den Kammern, den Berufsverbänden und natürlich auch den Berufsschulen, eine Verwaltung der kurzen Wege und der gemeinsamen Interessen zu bieten. Wie gesagt, die Idee stammt nicht von uns, das geben wir gerne zu. Doch sie ist einfach zu gut, um ohne Debatte und ohne ausführliche Beratung in der Schublade zu verschwinden. Daher bin ich gespannt auf die Beratung im Ausschuss, die dieses Mal, wie ich hoffe, tatsächlich stattfinden werden. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, tun Sie nicht. Danke, Herr Rückener. Als weiter hat sich zu Wort gemeldet der Kollege Björn Försterling für die FDP-Fraktion.